Richmond, Hauptstadt des US-Bundesstaates Virginia. 1. Januar 2006. Die Idylle trügt. Richmond gehört zu den amerikanischen Städten mit überdurchschnittlich hoher Kriminalitätsrate. Wer hier lebt, lebt gefährlich. Doch das Verbrechen, das am heutigen Neujahrstag hier begangen wurde, übersteigt jedes bisher gekannte Maß. Am frühen Nachmittag wird die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus in Woodland Heights, einem gutbürgerlichen Wohnbezirk am Stadtrand, gerufen. Rauch steigt aus Fenstern und Türen. Von den Bewohnern keine Spur. Die Familie erwartete Gäste. Deshalb gingen wir davon aus, dass sie noch im Haus war. Die Feuerwehrkräfte löschen die Flammen und suchen nach Lebenszeichen. Ist jemand hier? Hitze und Qualm schlugen uns durch die Kellertür entgegen. Das Feuer musste im Keller ausgebrochen sein. Jemand da? Hier ist die Feuerwehr! Als wir runtergingen, raubte der Qualm uns die Sicht. Feuerwehr! Ich stieß auf etwas, was sich wie ein menschlicher Körper anfühlte. Ich hatte das erste Opfer entdeckt. Ich meinte zum Kollegen, der hinter mir stand, da liegt jemand. Die Feuerwehrleute vermuten eine schwere Rauchvergiftung. Wir brachten das Opfer raus und starteten Wiederbelebungsmaßnahmen. Als ich Helm und Atemschutzmaske abnahm, sah ich einen Strumpf im Mund des Opfers. Der Retter nimmt zunächst an, die Frau habe sich mit dem Strumpf vor dem Qualm schützen wollen. Doch dann habe ich bemerkt, dass ihre Hände und Füße gefesselt waren und Verletzungen rund um ihre Augen. Da dämmerte mir, dass schon vor dem Feuer etwas geschehen sein musste. Im Keller läuft unterdessen die Suche nach weiteren Opfern. Als wir gerade wieder nach oben gehen wollten, rief hinter mir ein Kollege, er habe ein Kind gefunden. Ein Mädchen, ebenfalls an Händen und Füßen gefesselt und ebenfalls mit Spuren von Misshandlungen. In diesem Moment, bei diesen Verletzungen, da war klar, hier hat sich ein Verbrechen ereignet. Der Einsatz wurde abgebrochen, um keine Spuren zu zerstören. Der Ort des Brandes wird abgeriegelt. Er ist jetzt ein Tatort. Gerichtsmediziner eilen herbei und nehmen umgehend ihre Untersuchungen auf. Da liegen die Leichen einer Frau und eines vierjährigen Mädchens. Als ich die Leiche der Frau untersuche, fallen mir schwere Verletzungen auf. Stichwunden und tiefe Schnittverletzungen am Hals. Die Hände der Vierjährigen sind hinter dem Rücken gefesselt und auch ihre Füße mit Klebeband. Und auch sie weist schwere Schnittverletzungen an der Kehle auf. Als ich das Haus betrete, ist es dunkel. Der Strom war abgestellt, also kein Licht. Wir sind auf Taschenlampen angewiesen und auf das Blitzlicht unserer Kameras. Überall Schutt und Asche. Die Wände verrußt. Wir stoßen auf eine Ecke mit Kinderspielsachen, Puzzles und so. Auch ein kleines Puppentheater steht dort. Und vor diesem Puppentheater liegt, das Gesicht zum Boden gerichtet, der Vater. Auch er gefesselt, zu einer grausamen Pose. Etwas abseits steht eine Liege, unter der liegt ein neunjähriges Mädchen. Auch sie mit Verletzungen am Hals und mit hinter dem Rücken gefesselten Händen. Beide weisen außerdem Kopfverletzungen auf. Den Ermittlern stellt sich die Frage, mit welchen Waffen den Opfern die brutalen Verletzungen zugefügt wurden. Wir finden zwei Hämmer nebeneinander. Wir stellen die Hämmer sicher, womöglich haften DNA-Spuren daran. Und wir hoffen, vielleicht Fingerabdrücke auf ihnen zu finden. Ein junger Staatsanwalt wird mit dem Fall betraut. Der Nachwuchsjurist wartet noch auf seine Vereidigung. Es ist sein erster Diensttag in Richmond. Ich sprach mit dem damaligen Polizeichef und meinte, ich bin noch gar nicht im Amt. Und er nur, na und?
Wir fanden zwei Messer und die Hämmer, mit denen auf die Köpfe der Opfer eingeschlagen worden war. Wir stellten die Fesseln der Leichen sicher. Mindestens eines der Opfer war auch geknebelt. Die anderen womöglich auch. Außerdem stießen wir auf leere Schnapsflaschen. Der Alkohol diente wohl als Brandbeschleuniger. Hinzugezogene Gutachter bestätigen Brandstiftung als Ursache des Feuers. Normalerweise setzt ein Mörder alles daran, schnellstmöglich vom Tatort zu verschwinden. Aber die Täter, die hier ihre Opfer gefesselt und ermordet hatten, haben erst noch versucht, alle Spuren zu verwischen. Spuren eines Einbruchs oder eines Kampfes finden sich nicht. Doch wurden aus dem Haus offenbar Wertgegenstände entwendet und Schmuckstücke gestohlen, die die Opfer am Körper trugen. Ringe wurden ihnen vom Finger gestreift. Die Täter gingen mit barbarischer Brutalität vor. Alle Opfer wurden gefesselt. Gegenwehr war so unmöglich. Da stellt sich die Frage, warum die Täter ihre Opfer noch derart misshandelt haben, anstatt einfach mit dem Diebesgut abzuhauen. Die Opfer werden gerichtsmedizinisch identifiziert. Es handelt sich um den 49 Jahre alten Brian Harvey, dessen 39-jährige Ehefrau Catherine und deren gemeinsame Töchter Stella und Ruby, 9 und 4 Jahre alt. Die Harveys waren rechtschaffene Bürger. Fast jeder im Viertel kannte sie. Eine beliebte und freundliche junge Familie aus Richmond. Brian Harvey war Musiker und hatte eine Band, die recht beliebt war. Eine Rockband. In der Rockband Energy Crisis fungiert Harvey als Sänger und Gitarrist. Vom Stil her eine klassische Party-Kombo mit 60er- und 70er-Jahre-Sachen im Repertoire. Auch einiges aus den frühen 80ern. Eben Musik, zu der alle gern tanzen. Sie standen im 60er-Jahre-Outfit auf der Bühne. Nett anzusehen. Die Konzerte waren lustig. Brian trat auch oft mit lokalen Größen auf. Mit den besten Musikern dieser Stadt, würde ich sagen. Seine Ehefrau Catherine ist Inhaberin eines gut besuchten Spielwarenladens mit großem Kundenstamm. Er gehörte das World of Mirth drüben in Carytown. Da gab's alles für Kinder. Das war ein cooler Laden in einem hippen Stadtbezirk. Das Paar war sportlich, musikalisch und ein bisschen abgedreht. Außerdem künstlerisch sehr begabt. Tochter Stella war 9, Ruby 4 Jahre alt. In ihrer Schulklasse war Stella beliebt, hatte viele Freunde. Zwei aufgeweckte Kinder. Rubys Spitzname lautet die rote Ruby, weil sie am liebsten und so oft wie möglich leuchtend rote Schuhe trägt. Trotz ihres Altersunterschieds sind die beiden Mädchen unzertrennlich. Und Stella tritt, wann immer es geht, als Beschützerin ihrer kleinen Schwester auf. Im Alltag der Familie Harvey gab es nichts, was vermuten ließ, dass sie von solch einem bestialischen Verbrechen heimgesucht werden könnte. Ein Verbrechen, das die ganze Stadt erschüttert. Danach waren alle schockiert, verängstigt und ratlos. Als publik wurde, was geschehen war, erstarrte hier jeder in Schrecken. Was nun? Alle saßen reglos da. Man versuchte einander zu trösten. Man weinte. Es war furchtbar. Alle, die hier lebten, trugen Trauer. Und der Begriff ist noch weit untertrieben. Für uns war das ein eindringlicher Appell, das Geschehene restlos und bis ins letzte Detail zügig aufzuklären. Zunächst wird der Mann vernommen, der das Feuer im Haus der Familie gemeldet hat. Johnny Hot. Er war Mitglied in Brian Harveys Band House of Freaks. Er hatte den Notruf gewählt, als das Haus in Flammen stand. Brian? Derjenige, der Polizei und Feuerwehr verständigt, kommt prinzipiell immer auch als der Brandstifter in Frage. Johnny Hart war für uns deshalb tatverdächtig. Schließlich gab es keine Einbruchsspuren und nichts wies darauf hin, dass die Opfer mit Gewalt in den Keller gedrängt wurden. Es schien, als seien sie im Einvernehmen mit dem Täter dort hinuntergegangen, wo dann alles ein grausames Ende nahm. Ein möglicher Ansatzpunkt für die Ermittler: Brian Harveys und Johnny Hots Band, beziehungsweise die Musik, die die beiden gemeinsam komponierten. Einer ihrer Songs handelt von einem Mann, der sein Messer wetzt, von unbändigem Schmerz und einer Frau, die mit gebrochenem Herzen in einem Keller ausharrt.
Gab es vielleicht einen Anlass? Gab es irgendeinen psychologischen Auslöser, der Johnny Hot dazu gebracht haben könnte, diesen Songtext in grausame Realität umzusetzen? Was mir nicht aus dem Kopf ging, war, wie sehr die beiden Mädchen gelitten haben müssen, während ihre Eltern so brutal misshandelt wurden. Und ich habe mich mit der Frage gequält, ob die Opfer noch am Leben waren, als das Feuer gelegt wurde. Menschen, die Kinder töten, das sind Menschen, denen jegliche Menschlichkeit abgeht. Jegliche Empathie in Bezug auf ihre Mitmenschen und auf das Umfeld, in dem sie leben. In den meisten der Fälle, in denen Kinder getötet werden, scheinen mir die Täter reine Triebtäter zu sein. Die Autopsieberichte verdeutlichen das Ausmaß der Grausamkeit. Allen Familienmitgliedern wurden schwere Kopfverletzungen zugefügt. Außerdem tiefe Schnittwunden am Hals. Ihre Schädel waren fast rundum zertrümmert. Verletzungen, die von den Hämmern herrührten, die am Tatort gefunden wurden. Bei Catherine und Ruby Harvey stellten wir auch Stichwunden am Rücken fest. Es ist unvorstellbar, mit ansehen zu müssen, wie sowas der eigenen Familie widerfährt. Schon der Gedanke daran. Hilflos, handlungsunfähig, das... Entschuldigung, aber über so etwas will man nicht nachdenken, das fällt schwer. Eine ganze Woche lang vernehmen Polizeibeamte Brian Harveys Bandkollegen Johnny Hot, den Mann, der nach dem Verbrechen als erster am Tatort eintraf. Für die Ermittler steht die Frage im Mittelpunkt, ob es einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem verstörend prophetischen Text eines gemeinsam geschriebenen Songs der beiden geben könnte. Hot weist die Vermutung zurück und erklärt, Harvey habe den Text allein verfasst. Nach 7 Tagen Vernehmung meinten die Beamten nur, er ist sicherlich keiner, der in dem Fall eine Rolle spielt. Er ist sauber. Die bisher einzige Spur löst sich in Luft auf. Die Unruhe in der Bevölkerung wächst. Schließlich läuft jemand frei herum, der 4 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Darunter 2 Kinder. Und der vielleicht jeden Moment wieder zuschlagen könnte. Was sich kurz darauf ereignet, heizt die allgemeine Angst weiter an. Eine junge Frau wendet sich mit einer Vermisstenmeldung an die Polizei. Ihre 21-jährige Bekannte Ashley Baskerville sei nicht zu erreichen. Schon seit Tagen nicht. Zuvor hatte sie sich mit 2 der Anruferin unbekannten Männern getroffen, die keinen vertrauenserweckenden Eindruck machten. 2 Streifenbeamtinnen werden zu Ashley Baskervilles Haus geschickt. Nichts zu sehen. Im Inneren machen sie eine grausame Entdeckung. 3 leblose Körper. Parallelen zur Bluttat im Hause der Harveys deuten auf dieselben Täter hin. Runter auf den Boden mit euch! Los! Alle Opfer gefesselt. 2 von ihnen, vielleicht alle 3, wurden erstickt. Man hatte Plastikfolie um ihre Köpfe gewickelt und verklebt. Sowas hatte ich bis dahin nur in Fernsehkrimis gesehen. Die Opfer werden identifiziert als der 55 Jahre alte Purcell Tucker, seine 47-jährige Ehefrau Mary und deren 21 Jahre alte Tochter Ashley Baskerville. Die Leiche des Ehemanns wird im Wohnzimmer aufgefunden. Die seiner Frau im Schlafzimmer nebenan. Zentrale, wir sind am Tatort. Ashley wurde in ihrem Zimmer gefunden. Auf dem Boden liegend, gefesselt, erstickt. Mary und Purcell waren gute Eltern. Als sie einander kennenlernten, war Ashley 2 Jahre alt. Beide waren sehr fleißig und Mary war überaus fromm. Ein unzertrennliches Paar. Purcell war ein angenehm ruhiger Typ, spielte gern Gitarre. Und Mary war stets fröhlich, sehr extrovertiert. Sie hat einen gern mal geneckt. Ashley war auch ein sehr fröhlicher Mensch, aber zurückhaltender, eher schweigsam. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass auch diese Familie vor ihrem Tod Höllenqualen litt.
Persiel Tucker wurden 5 Stichwunden am Hals zugefügt, seiner Frau 2. Zudem wurde Persiel Tuckers Gesicht von der Unterlippe bis über die Nase mit Klebeband verdeckt. Und seinen Kopf umwickelten die Täter dann rundherum mit dieser Plastikfolie. So konnte er nicht mehr atmen, weder durch die Nase noch durch den Mund. Auch Mary Tuckers Gesicht wurde verklebt, vom Kinn aus nach oben bis über eines ihrer Augen. Bei Ashley Baskerville reichte das Klebeband vom Kinn bis zur Nase. Und auch über ihrem Kopf ein Plastikbeutel. Rund um den Hals wiederum mit Klebeband fixiert. Die Opfer wurden vom Täter nicht nur erstochen, ihnen wurde nicht nur die Kehle durchtrennt. Sie wurden zusätzlich erstickt. Ein sehr langsamer, überaus qualvoller Tod und eine sehr spezielle Art zu morden. Den Täter schienen die Qualen und das Leiden der Opfer überhaupt nicht zu kümmern. Im Gegenteil, er brachte 3 weitere Menschen einfach grausam um. Jeder spürte es unmittelbar. Was in Richmond geschah, war der Horror. 2 Gräueltaten, die sich in ihrer Grausamkeit gleichen. Abgesehen von einigen wenigen Details. Weit weniger Verwüstung als im Haus der Harveys, doch was uns hier so schockierte, war die Plastikfolie. Und erneut waren die Opfer gefesselt. Auf ähnliche Weise wie am ersten Tatort. Ganz ohne Zweifel, diejenigen, die das getan hatten, wollten den Opfern auch nicht die geringste Überlebenschance lassen. Auch bei Untersuchung der Stichwunden von Mary und Persiel Tucker fielen uns Ähnlichkeiten auf. Die beiden Taten ähnelten sich definitiv. Die Harveys wohnten keine 1,5 Kilometer von den Tuckers entfernt, doch getrennt von einer innerstädtischen Grenze zwischen gutbürgerlichem Wohnbezirk und sozialem Brennpunkt. 2 Stadtbezirke, 2 Welten. Im Viertel der Tuckers sind die Fenster vergittert, die Türen verbarrikadiert. Kriminalität gehört hier zum Alltag. Einbrüche, Sach- oder Autodiebstähle, die Bewohner haben sich längst dran gewöhnt. 2 Familien aus unterschiedlichstem Umfeld. Zwischen beiden nicht der geringste Bezug. Ob letzteres auch für die beiden Taten gilt, ist noch unklar. Ein offensichtlicher Unterschied zum Fall der Harveys? Im Haus Tucker Baskerville wurde kein Feuer gelegt. Außerdem wurden im Haus der Harveys alle 4 Opfer in einen Raum getrieben, in den Keller. Im Haus Tucker Baskerville hingegen schien es uns, als wären die Opfer einzeln überrascht und dort getötet worden, wo sie gerade waren. Die sadistische, beinahe planmäßige Brutalität beider Taten spricht wiederum für dieselben Täter. Bluttaten wie diese sind Ausnahmefälle. Und hier waren es 2 binnen einer einzigen Woche. Wenn es wirklich dieselben Täter waren, war ihre Brutalität bei der zweiten Tat schon Routine. Als hätten sie ihr kaltblütiges Vorgehen ausgefeilt. Den Harveys haben sie allem Anschein nach zunächst Stich- und Schnittwunden zugefügt, die allerdings noch nicht tödlich waren. Und dann nahmen sie einfach, was gerade greifbar war, und schlugen den Opfern damit auf den Kopf. Im Fall Baskerville Tucker haben wir zwar ebenfalls Schnittwunden festgestellt, doch wie die Opfer in der Folge erstickt wurden, das hatten die Täter vorher geplant, mit Plastikfolie am Kopf fixiert. Offenbar haben sie ihre Tötungsmethode perfektioniert. Was die psychologischen Aspekte der Taten angeht, steht die Brutalität im Fokus, die den Opfern widerfuhr. Jedes Opfer erlitt unbändige Qual. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Nicht ein einziger brauchbarer Ansatzpunkt. 7 Mordopfer, aber kein Motiv, keine Verdächtigen. Und natürlich sind die Menschen in Richmond und Umgebung besorgt. Was ist hier los? Die Polizei konzentriert sich auf die Anruferin, von der Ashley Baskerville als vermisst gemeldet worden war. Die ist felsenfest davon überzeugt, dass es sich bei den beiden Männern, mit denen sie ihre Freundin zuletzt gesehen hatte, um deren Mörder handelt. Ich glaube, es war einfach so ein Gefühl, dass ihr sagte, Ashley und diese Typen, da ist was Schlimmes passiert. Die junge Frau identifiziert die Männer als Ricky Gray und Ray Dandridge.
Sie nahm außerdem an, dass Dandridge und Gray auch in den Fall Harvey involviert waren. Sie war sich nicht sicher, aber die Art und Weise, wie die beiden auf die Berichte über die Ermordung der Harveys reagiert hatten, vermittelte ihr dieses Gefühl. Spielen wir noch eine Runde? Die beiden hatten eine kriminelle Vergangenheit, Straftaten bereits in der Jugendzeit und sie saßen sehr jung schon im Knast. Der Verdacht, den Ashley Baskervilles Freundin geäußert hat, veranlasst die Ermittler, sich genauer mit Dandridge und Gray zu beschäftigen. Ricky Gray wird 1977 geboren und wächst in Arlington auf, etwa 150 Kilometer nördlich von Richmond. In der Schule tut er sich schwer. Er gilt als hyperaktiver Störenfried. In seinem Elternhaus erfährt er Gewalt. Er hat mir mal im Vertrauen erzählt, dass er von seinem Vater häufig geschlagen wurde. Es sind nicht nur die Schläge des Vaters. Sein älterer Stiefbruder missbraucht ihn zudem sexuell. Beides prägt seinen Charakter. Das war sicherlich mit einer Ursache seiner Gewaltbereitschaft. Ricky verbringt einen großen Teil seiner Freizeit mit seinem gleichaltrigen Neffen, Ray Dandridge. Du schummelst doch. Ich verliere nur nicht. Das ist kein Schummeln. Auch Ray ist kein guter Schüler. Bei ihm wird eine Lernschwäche diagnostiziert. Rays Persönlichkeitsentwicklung litt vermutlich unter, salopp gesagt, niedriger Intelligenz. Er wies Defizite im Sozialverhalten auf und eben diese Lernschwäche. Im Teenageralter geraten die beiden auf die schiefe Bahn. Ray war sich der Tatsache bewusst, dass Ricky intelligenter war als er selbst und sah die Chance, bei gemeinsamen kriminellen Aktivitäten von Rickys geistigem Potenzial zu profitieren. Außerdem hoffte Ray, Rickys Respekt und Anerkennung zu erlangen, wenn er sich dessen Anführerschaft fügte. 1995 landen Ricky Gray und Ray Dandridge erstmals im Gefängnis. Nach einer Serie von Raubüberfällen in Washington und Virginia. Nach 3 Jahren wird Gray aus der Haft entlassen. Doch es dauert nicht lange, bis er erneut inhaftiert wird. Diesmal für 5 Jahre, wegen Drogenhandels und anderer Drogendelikte. Im Januar 2005, wieder auf freiem Fuß, nimmt er Kontakt zu Trevor Terrell auf, einer Bekannten aus früheren Tagen. Deren Eltern kennen Grays Strafregister. Schon als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war mir klar, das ist einer, dem man nicht trauen kann. Ich habe mir gleich Sorgen gemacht. Was der alles auf dem Kerbholz hatte. Sonst wussten wir ja nicht viel über ihn, aber uns war einfach mulmig zumute. Wegen unserer Enkelkinder. Um die hatten wir Angst, ist doch klar. Trevor Terrell nimmt Ricky Gray bei sich auf. Sie lebt mit ihren Eltern in der kleinen Stadt Washington in Pennsylvania. Es fällt Gray nicht leicht, sich dort zu integrieren. Ricky tat sich schwer hier bei uns, in der normalen Gesellschaft. Wenn wir gegrillt haben oder bei Partys, er lief immer ganz unruhig herum. Er fühlte sich dauernd beobachtet, ständig nervöse Blicke nach hinten. Er kam in unserem Umfeld hier einfach nicht klar. Doch er bemüht sich, nimmt einen Job in einem Callcenter an und beginnt eine Ausbildung zum Elektriker. Ich habe inständig gehofft, dass er es auf die Reihe kriegt. Im April 2005 heiraten Ricky Gray und Trevor Terrell, was Trevor bald schon bereut. Trevor vertraute mir an, dass ihre Ehe am Ende war. Sie hätte sich in Ricky getäuscht, meinte sie. Die beiden hätten nichts gemeinsam. Er sollte gehen. Während Trevor Gedanken an eine Trennung hegt, Ray? Taucht Ray Dandridge auf. Nach 10 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Hey, das ist mein Neffe Ray. Als sei es selbstverständlich, quartiert er sich bei seinem Onkel und dessen Frau ein. Hi, freut mich. Komm doch rein. Kurze Zeit später verschwindet Trevor. Spurlos. Ricky war außer sich, hat dauernd gefragt, hast du was von ihr gehört? Weißt du, wo sie ist? Mona Squires weiß es nicht. Doch steigt eine schreckliche Ahnung in ihr auf. Ich sah diese Kratzer an Rickys Arm. Er versuchte, sie zu verdecken. Ich meinte, zeig her. Ich zog ihn raus auf die Veranda, krempelte seine Ärmel hoch und stellte ihn zur Rede. Was ist passiert? Er nur, oh,
Keine Ahnung. Und dazu dieser dümmliche Blick. Darauf hatte ich Trevor gekratzt und er, ach Quatsch. Da entfuhr es mir. Du hast sie getötet, ich weiß es. 5 Tage nach Trevors Verschwinden wird ihre Leiche entdeckt. Die junge Frau wurde mit Schlägen traktiert und schließlich erdrosselt. Als sie gefunden wurde, da wusste ich's. Sie wurde ermordet. Und zwar von Ricky. Auch die Polizei geht davon aus, dass Ricky Gray Trevor Terrell ermordet hat. Gemeinsam mit Ray Dandridge. Doch lässt sich der Verdacht mit keinem Indiz unterfüttern. Die mutmaßlichen Mörder bleiben bis auf Weiteres auf freiem Fuß. Die beiden als Duo, die waren, wie soll ich sagen, wie zwei Stöcke, die man aneinander reibt, bis es brennt. Und gäb's nicht zwei Stöcke, dann gäb's auch keinen Brand. Das Duo setzt sich in seiner Heimat Virginia ab, wo sich wenig später die Morde an den Familien Harvey und Tucker Baskerville ereignen. Die Morde von Richmond. Die dortige Polizei nimmt die Fährte auf, da Ashley Baskerville vor dem Massaker im Haus ihrer Eltern mit Dandridge und Gray gesehen wurde. Zudem wird ein Beweisobjekt sichergestellt, das eine Verknüpfung der Fälle Baskerville, Tucker und Harvey nun zweifelsfrei belegt. Aus Vermutung wird Fakt. Ein Durchbruch, das fehlende Glied. Brian Harveys Ehering an einer Kette um Ashley Baskervilles Hals. Und das Auto von Ashleys Eltern war weg. Fotos des Autos und der Verdächtigen gehen zur Veröffentlichung an die Medien, in der Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung. In einem Streifen entlang der Ostküste wurde alles durchkämmt, von hier bis nach New York. Auf einem Polizeirevier spricht daraufhin ein älterer Herr vor. Bislang fehlte ihm der Mut. Auf den Boden! Ich will euer Geld! Der Mann namens Roy Mason berichtet, er und seine Frau seien 2 Tage nach den Harvey-Morden von den Verdächtigen überfallen worden. Aus irgendeinem Grund schienen die Täter Sympathie für das Opfer empfunden zu haben. Wobei das für mich keinen Sinn ergibt. Im Haus der Harveys töten sie Kinder, aber ihn verschonen sie, obwohl er sie als Zeuge mehr als jeder andere belasten könnte. Laut Masons Aussage hatten die beiden Männer eine Frau mit im Bunde, Ashley Baskerville. Ashley lernte Ricky und Ray über eine Freundin kennen an Weihnachten. Bei dieser Freundin handelt es sich um exakt jene Frau, von der Ashley später auch als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei kontaktiert sie erneut und bittet um ihre Hilfe. Die Beamten überredeten sie, auf Ray Dandridges Mobiltelefon anzurufen. Der ging auch tatsächlich ran und sprach mit ihr. Ray, hallo. Dandridge gab zwar nichts zu, aber er sagte Sachen wie, es lief was schief oder ich will da nicht drüber reden. Kein Geständnis, aber das Gespräch erhärtete den Verdacht, dass er die Verbrechen begangen hatte. Die Ortung seines Handys ergibt, Ray Dandridge hält sich wieder in Pennsylvania auf. Die Ermittler erstellten ein Bewegungsprofil und folgten seinem Weg über den Highway nach Pennsylvania. Dort in Philadelphia haben sie dann gemeinsam mit der örtlichen Polizei das Haus überwacht, in dem sie ihn vermuteten. Runter, runter auf den Boden und Hände auf den Rücken. Völlig widerstandslos lässt sich Dandridge verhaften. Jetzt alle raus! Das Haus wird von oben bis unten durchsucht. Ricky Gray hatte sich im Keller hinter dem Ofen versteckt, mit einer Bohrmaschine bewaffnet. Er kauerte dort mit irrem Blick, mit weit aufgerissenen Augen. Hände auf den Rücken! Er hatte wohl einigen Leuten gegenüber erwähnt, er wolle niemals wieder ins Gefängnis. Er wollte Widerstand leisten, kämpfen. Die Hände auf den Rücken! Sein Ziel war ein ruhmreicher Abgang, sozusagen. Und dazu gehört, dass man sich wehrt. Es kann aber auch sein, dass er geradezu darauf gehofft hat, von den Beamten erschossen zu werden, wenn er sich widersetzt. Hände auf den Rücken! Achtung! Beamte am Boden! Er kämpfte, aber wurde doch überwältigt und trug einige Kratzer davon. Ich weiß, wo du wohnst. Deine Familie. Die bringe ich um. Hey, na? Was willst du? Los, sag schon. Was ist denn, hä? Dandridge und Gray waren zu der Zeit echt krasse Typen. Und sie waren, wie wir wissen, imstande, impulsiv grausamste Dinge zu tun. In Untersuchungshaft legen beide schon nach kurzer Zeit ein Geständnis ab.
Dandridge sagt, Gray sei Chef des Duos. Dass Gray und Dandridge so schnell gestanden haben, spricht dafür, dass ihnen die eindeutige Beweislage bewusst war. Sie waren eben Kriminelle, vom Teenageralter an. Willkommen zurück. Seit wann bist du raus? Die Schilderungen der beiden beginnen mit Dandridges Ankunft in Pennsylvania. Sie haben schriftliche Geständnisse abgelegt. Sachlich, gefühllos und kalt. Wo zwei Monate später Ricky Grays Ehefrau Trevor Terrell zu Tode kommt. Was machst du mit mir? Stell keine Fragen! Was hast du vor? Gray sagt aus, sie mit einem Stahlrohr erschlagen zu haben. Dandridge sei dabei gewesen und habe ihm geholfen. Sein Neffe ist zurück. Das Duo wieder vereint und wie einst stiftet einer den anderen an. Alles in allem, psychologisch gesehen, der perfekte Nährboden für den Beginn dieser Mordserie. Gray nennt auch sein Motiv für die Tat. Er hatte sie einfach nur satt. Dandridge hat sie festgehalten und zu Boden gestoßen, während Gray auf sie einschlug und sie erwürgte. Die Leiche brachten sie dann aus dem Haus und schmissen sie irgendwo an den Straßenrand. Blanke Wut trieb ihn, als er sie mit dem Rohr traktierte. Es war ihm egal, dass ihr Blut auf ihn spritzte. Und nicht minder egal waren ihm ihre Qual und ihr Leiden. Trevors Eltern wussten, dass die Ehe ihrer Tochter vor dem Aus stand. Ich glaube, Trevor war soweit, Ricky zu verlassen. Aber der meinte, hey, du verlässt mich nicht einfach so. Und hat die Angelegenheit auf seine Weise geregelt. 8 Wochen später, am Neujahrstag, streifen Gray und Dandridge durch Richmond. Sie halten Ausschau nach einem Haus, in das es sich einzubrechen lohnt. Ashley Baskerville hat die beiden zwar kürzlich erst kennengelernt, fungiert jedoch bereits als Komplizin. Sie wählten das Haus wohl spontan aus, weil die Tür offen stand. Und los, Alter. Okay, los. Die Komplizin bleibt zurück und steht Schmiere. Die Harveys erwarten Gäste. Sie bereiten ein Neujahrsessen vor. Brian? Hände aus der Spüle. Sofort. Ich will euer Geld, euer Auto, alles, was ihr habt. Schon gut. Alles klar. In Ordnung. Dandridge und Gray versichern Brian, dem Vater, dass nichts passieren werde. Es gehe ihnen einzig um Beute. Niemandem stoße etwas zu. Wenn ihr ruhig bleibt, bleib ich's auch. Brian und dessen Frau Catherine gehorchen. Auch Ruby, die jüngere Tochter des Ehepaars, schert nicht aus. Sie glaubt den Männern, dass alles gut endet, wenn sie ruhig bleibt. Dann wird die Familie nach unten geführt, in den Keller. Gray fesselt zuerst Brian Harvey und folgt dann Dandridge wieder nach oben. Sie suchen nach Wertgegenständen. Jemand klopft an die Eingangstür. Das sorgt für Nervosität. Eine Bekannte bringt Stella, die ältere Tochter, nach Hause, die bei ihrer Tochter übernachtet hat. Und wehe. Wo bleibt deine Mami? Ah, da ist sie. Hallo, wir sind's. Die Bekannte steht vor der Tür. Catherine kommt die Treppe rauf und verhält sich irgendwie seltsam. Gut, okay. Ricky Gray steht dicht hinter Catherine, mit einem Messer bewaffnet. Bei einer falschen Bewegung hat er ihr gedroht, werde er sie töten. Du kennst die beiden doch. Sie fanden es absolut großartig. Stella huscht ins Haus. Ihre Freundin will folgen. Darf ich auch rein? Nein, jetzt noch nicht. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Kommt nachher zum Essen. Echt? Sollen wir wirklich? Die Bekannte kann sich keinen Reim auf die Situation machen, aber sie spürt deutlich, dass Smalltalk gerade wohl eher nicht angebracht ist. Sie geht. Die Polizei ruft sie nicht. Sie ahnt nicht, dass hier ein Verbrechen im Gange ist. Ab dann herrscht Gewalt. Keiner bewegt sich! Die Töchter verhalten sich störrisch. Die Räuber versuchen, sie in Sicherheit zu wiegen, indem sie darauf verzichten, Catherine zu knebeln. Die Mutter soll beruhigend auf die beiden Mädchen einreden können.
Ganz plötzlich rastet Ray aus. Ich sagte, keiner bewegt sich! Die Mädchen sitzen auf dem Schoß ihrer Mutter. Brian liegt ein paar Meter entfernt auf dem Boden gefesselt. Und dann stechen Gray und Dandridge auf die Mädchen ein. Und auf Catherine. Sie tragen ihr Diebesgut aus dem Haus. Und wahrscheinlich kommt Gray noch einmal zurück. Die Mädchen leben noch. Das treibt ihn in den Wahnsinn. Er greift zum Hammer und schlägt sie. Er entleert Schnapsflaschen, legt ein Feuer. Dann fliehen die Täter. Ihre Beute, Computer, Eheringe und ein Plätzchenkorb. Ricky Grays Brutalität gegenüber den Kindern, Ruby und Stella Harvey, hat mich wirklich erschüttert. Es gab doch überhaupt keinen Grund, ihnen das Leben zu nehmen. Sie sind vor Angst wie gelähmt und er schneidet ihnen nicht nur brutal die Kehlen durch. Er zertrümmert ihnen auch noch mit dem Hammer die Schädel. Das geht weit über alles hinaus, was ich bisher erlebt habe. Er sagte, es gab kein Motiv. Ich habe es einfach getan. Er tat es, weil er es tun wollte. Vielleicht gab es doch ein Motiv, nämlich Neid. Ich vermute, dass der Raub bei den Harveys in deren Ermordung umschlug, weil in Ricky Gray unbändige Wut aufstieg, als er in diesem Haushalt all jenes vor Augen geführt bekam, was er selbst in seinem Leben nie hatte. Er sah dort Wohlstand, den er in dem Ausmaß nie genossen hatte. Und ein familiäres Zusammenleben wie aus dem Bilderbuch, was Ricky ebenfalls nie vergönnt war. Weil ihn das wütend machte, wurde aus einem Raubzug ein Mehrfachmord. Gray und Dandridge sagen aus, dass sie zwei Tage später erneut auf Raubzug gingen. Geld her! Sofort! Sie drangen in ein Haus in Chesterfield ein und bedrohten die Bewohner. Das typische Raubüberfallmuster. Roy Mason und seine pflegebedürftige Frau geben später zu Protokoll, dass Ashley Baskerville diesmal voll involviert war. Sie war mit im Haus, griff sich Beute. Auch ihr bisheriges Leben verlief keineswegs reibungslos. Als sie 10 war, ist sie in die falschen Klicken geraten. Sie hat Hasch geraucht und auch andere Drogen genommen. Außerdem dealte sie und durchlief zahlreiche Jugendarresteinrichtungen. Und sie ist es auch, die ihren neuen Kumpanen das Ziel für den nächsten Raubzug vorschlägt. Ihr eigenes Zuhause. Ashley stachelte, wie wir später erfuhren, die beiden an, bei ihr daheim ihren Stiefvater auszurauben. Der Fall Harvey ist noch keine Woche alt, als Ashley ihren Hausschlüssel Gray und Dandridge übergibt. Los, auf den Boden! Was wollt ihr in meinem Haus? Runter! Was macht ihr hier? Wo ist meine Frau? Ashley mimt die Erschrockene. Sie ahnt nicht, was noch passieren wird. Sie ist Teil des Plans und rechnet mit einem unkomplizierten Ablauf. Doch auf einmal wird's brenzlig. Unversehens stechen die Kumpane auf das Ehepaar Tucker ein, wickeln Folie um Marys und Percials Köpfe. Dass ihre vermeintlichen Freunde auch ihr selbst etwas antun könnten, bleibt für Ashley dennoch unvorstellbar. Ashley kriegte nicht mit, dass für die beiden der Plan im Haus nicht mehr galt und sie als Nächste dran war. Ich gebe euch mein Geld! Lasst meine Familie in Frieden! Dandridge und Gray bringen Ashley Baskerville ebenso gnadenlos und brutal ums Leben wie deren Eltern Mary und Percial Tucker. Im Fall Baskerville Tucker stachen sie nicht nur zu und schnitten den Opfern die Kehlen durch. Sie ließen sie schließlich ersticken. Ein langsamer, qualvoller Tod. Die Anklage lastet Gray die Haupttäterschaft im Fall Harvey an. In Dandridge sieht sie den Verantwortlichen für das Blutbad im Hause der Tuckers. Der Prozess gegen Ricky Gray beginnt im August 2006. Gray erschien dem Gericht wie das Paradebeispiel eines ruchlosen Killers. Ihn umgab die Aura der Kaltblütigkeit, als kümmerte ihn das alles nicht. Was auch immer im Gerichtssaal gesagt oder vorgelegt wurde, prallte an ihm ab.
Er blieb vollkommen ungerührt, als ihm Fotos der ermordeten Mädchen gezeigt wurden und vom Tatort im Haus Tucker Baskerville. Seine Persönlichkeit, sein Charakter lassen jegliches humanitäre Empfinden vermissen. Jede Form von Empathie. Seine Gefühlswelt ist der unsrigen fremd. Er ist ein kaltblütiger Mörder. Nach intensiver Beratung spricht die Jury Ricky Gray schuldig. Für die Ermordung von Brian und Catherine Harvey wird er zu lebenslänglich verurteilt. Für den Mord an den Töchtern Stella und Ruby zum Tode. Einen Monat später steht Ray Dandridge vor Gericht. Nun geht es um den Fall Baskerville Tucker. Trotz Rays unterdurchschnittlicher Intelligenz und trotz seines Mangels an kognitiven Fähigkeiten gehe ich davon aus, dass er sich des Ausmaßes seiner Taten und der Grausamkeit seiner Verbrechen bewusst war. Er war wohl zum Töten veranlagt. Er war zuvor bereits wegen bewaffneter Raubüberfälle verurteilt worden. Und wer zur Waffe greift, zieht ganz bewusst auch in Betracht, gegebenenfalls damit zu töten. Das Bild, das Dandridge im Gerichtssaal abgab, wandelte sich nach und nach. Sein Blick erweckte den Eindruck, als würde er dem, was um ihn herum geschah, mehr und mehr entrücken. Ray Dandridge wird für die Morde am Ehepaar Tucker und an Ashley Baskerville zu lebenslanger Haft verurteilt. Mich hat das Strafmaß bitter enttäuscht. Ray Dandridge hätte zum Tode verurteilt werden sollen, weil er hat's verdient, finde ich. Eine der Taten von Ray und Dandridge bleibt vorerst ungesühnt. Im Fall des Mordes an Trevor Terrell kam es noch nicht zum Prozess. Was Trevor von Ricky angetan wurde. Wie oft hat sich das zwischen Frau und Mann seit Beginn unserer Zeit schon ereignet? Aber dass er imstande ist, Kinder zu töten, das hätte ich niemals erwartet. Traditionell wählt Richmond seine Bürger des Jahres. 2006 landen die Harveys ganz vorn. Eine posthume Würdigung, die zugleich symbolisiert, wie schwer die Stadt von den Morden erschüttert wurde. Was geschehen ist, bleibt präsent. In welchem Fall ich danach auch ermittelt habe. Mein erster Verdacht galt stets Ricky Gray. Er schien mir ganz klar, wie selbstverständlich, eines jeden Verbrechens schuldig zu sein. Ricky Grays und Ray Dandridge's Welt waren niemals heil. Und sie hatten in dieser Welt nur einander. Der eine gab die Richtung vor, der andere zog mit. Eine fatale Einmütigkeit verband Ray und Ricky. Fast wie zwei Schachfiguren gleicher Farbe. Als einfacher Bauer eskortierte Ray stets seinen König Ricky. Ricky gefiel sich in der dominierenden Rolle. Und Ray genoss die Achtung und Aufmerksamkeit, die er von Ricky bekam, wenn er Rickys Forderungen erfüllte, dessen Weg mitging und tat, was Ricky wollte.